Slash Imagine, eine Reise in die neue Virtualität, ist eine Ausstellung, die sich in den virtuellen Raum begibt und die verschiedenen Strategien und Herangehensweisen von Gestalterinnen anschaut, die mit computerbasierten Werkzeugen arbeiten und ganz unterschiedliche Themen vorstellen. Wir wollten mit dieser Ausstellung eine Momentaufnahme von der Architekturproduktion im virtuellen Raum machen. Wir schauen hier speziell auf die letzten 10 Jahre, wo sich besonders viel entwickelt hat und wo auch diese Werkzeuge, die für diese Art von Produktion notwendig sind, viel verfügbarer sind und viel mehr Menschen mit diesen Werkzeugen arbeiten können. Die Ausstellung ist in 4 Kapitel gegliedert, die man sich in beliebiger Reihenfolge anschauen kann. Das erste heißt Speculative Narratives and Worldbuilding und es geht darum, Geschichten zu erzählen. Und anders als man vielleicht aus Architekturausstellungen kennt, geht es hier nicht darum, mit Schnitten, Plänen und Zeichnungen etwas zu erzählen, sondern tatsächlich in Medien wie Film, Virtual Reality, sogar Computerspielen. Mit Planet City macht der Architekt und Filmemacher Liam Young einen spekulativen und provokativen Vorschlag dafür, wie 10 Milliarden Menschen, die gesamte Erdbevölkerung, in einer einzigen hyperdichten Metropole zusammenleben könnten, um den Rest des Planeten einer globalen Wildnis zu übergeben, damit sich der Planet erholen kann. In dem Kapitel Research Investigations zeigen wir, wie computerbasierte Werkzeuge, vor allem 3D-Scannen, 3D-Modellieren oder auch 3D-Druck, dazu dienen kann, historische Artefakte und koloniale Strategien zu hinterfragen und aufzudecken und neue Erzählstränge zu schaffen. Die Virtual Reality Installation The Portal Galleries von Space Popular, Lara Lesmes und Frederik Hellberg, basiert auf einem Research-Projekt der beiden, das sich Archetypen von Portalen angeschaut hat, die über 250 Jahre lang in Literatur, Film, Fernsehen und Science-Fiction vorkommen. Diese Portale spielen eine große Rolle derzeit im unter Konstruktion befindlichen Web 3, im immersiven Internet, das viel räumlicher sein wird als das Web 2, das wir derzeit benutzen. Die Portale dienen dann dazu, zwischen sogenannten Walled-in-Gardens hin und her zu wechseln und eine Interoperabilität von diesen Plattformen zu ermöglichen. Im Kapitel Dreamscapes, den Traumlandschaften, schauen wir auf utopische Sehnsuchtsorte und mit surrealen Elementen, in die man sich selber hineinprojizieren kann. Diese Strömung ist vor allem in der Pandemie noch mal viel größer und breiter geworden, als wir alle hinter unseren Bildschirmen uns weggewünscht hatten. Im Kapitel AI und Algorithmic Variation gibt es Projekte, die mit KI-basierten Instrumenten sowie Midjourney arbeiten. Ein Bildgenerator, der auf Basis von Text operiert. Davon kommt auch unser Titel, Slash Imagine. Das ist der Befehl, den man da eingibt, um zu sagen, stell dir vor und dann beschreibt, was man möchte. In dieser Zusammenstellung sehen wir Projekte, die vielfach auch ökologisch motiviert sind oder mit Community zusammenarbeiten, um auch eine Art posthumane Architektur zu erzeugen. Man sieht hier tausende von Iterationen von diesen Trash Piles. Die Idee hier war, eine Architektur zu gestalten, die aus, was wir als Müll begreifen, entsteht und hat diese Abfallprodukte kombiniert mit industrieller Architektur wie Scheunen zum Beispiel oder Industriesilos.
Hier ist es ganz spannend, dass diese Gemälde eine dickere Textur haben, also ganz viel irgendwie Fläche, also sehr klar analog sind. Von einem Bild, das innerhalb von ein paar Sekunden von einer AI produziert wurde, jetzt von einem Menschen handgemalt wurde in China und dann hierher nach Europa gebracht wurde für diese Ausstellung. Also das Projekt hinterfragt Lieferketten, Autorenschaft. Wer ist eigentlich der Autor von diesem Projekt? Matthias Del Campo und Sandra Manninger von Span, dem Architekturstudio, haben zwei Beiträge in der Ausstellung, The Doghouse und Mosaic. Und beides ist generiert von der KI-Software Midjourney. Das Mosaik besteht aus 20.264 KI-generierten Bildern und bildet eine Art Gradient aus der Ferne. Und das Doghouse wird sogar von Roboterhunden bevölkert, von YOLO und GAN. Es basiert auf Schnitten, die mit der Software Midjourney erstellt wurden und einer davon ausgewählt wurde in 3D umgesetzt. Diese Themen werden sich auch immer weiter entwickeln. Es ist eine Momentaufnahme von einem Bereich, wo wir das Gefühl haben, der wird einfach nur noch breiter und intensiver und interessanter in der Zukunft sein.